der vergangenen Stunde hier eingetroffen, um ihn noch einmal siegen zu sehen. Natürlich ist er fülliger geworden. Ganz klar, das sieht man im Gesicht, das sieht man immer noch an den Hüften. Hat nicht immer so konsequent trainiert, hat sich nach einer längeren Verletzung mal ein bisschen hängen lassen, hat in der Zeit gut gelebt und ordentlich was zugelegt. Aber was zählt das alles, wenn man ein solches Ballgefühl hat wie dieser Jan-Ove Waldner, wenn man dieses spielerische Vermögen hat, wie vor ihm kein anderer in der Welt und wahrscheinlich nach ihm auch so schnell nicht mehr. Er ist nicht mehr so schnell, wenn man ihn unter Druck setzt. Und das, denke ich, wird Timo Boll versuchen. Dann ist er natürlich mittlerweile schlagbar. Zu zwei für den Deutsch. Das sind gefährliche Situationen. Waldner kann aus der Halbdistanz exzellent spielen. Die Bälle kommen dann meistens sehr weit nach hinten auf den Tisch, sodass ein Endschlag kaum möglich ist. Immer wieder muss man dagegen ziehen. Da darf man nicht die Geduld verlieren, aber das weiß auch mittlerweile der 23-Jährige. Gut gesetzt. Der Schwede hat gute Aufschläge, das ist bekannt von der Rotation her, von der Platzierung. Ein Kantenball, 5:4 für Waldner. Aus einem 2:4 Rückstand 6 Punkte in Folge. Er kann es immer noch, ohne Zweifel. Zweimal war er Einzelweltmeister, 1989 in Dortmund und 97 in Manchester. Also 15 Jahre ist das her, dass er seinen Titel gewann. Den ersten damals bejubelt in der Dortmunder Westfalenhalle von 12.000 gegen Jürgen Persson damals. Das war das Jahr, als Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner den Titel in Doppel holten. Und 4 Satzbälle für Jan-Ove Waldner. Nicht sehr spektakulär, aber zweckmäßig. Nach seinen guten Aufschlägen meistens schnell zum Punkt. Die Aufschläge des Deutschen liest er sehr gut. Er turniert sie im Moment sehr gut, sodass Boll noch nicht zu seinem Spiel gefunden hat. Es reicht am Ende nicht mehr und der Schwede setzte sein Spiel durch. Da haben wir die deutsche Nationalmannschaft vereint, versammelt. Was die Anforderungen angeht, ist der Deutsche sicherlich im Nachteil hier im Galaxy Olympic Park.
in Rot der Chefbundestrainer Dirk Schimmelpfennig. Daneben die Mannschaftsärztin. Glück für Walten. Ein Netzball. Da klatscht man normalerweise nicht. Aber die Schweden sind halt in einer Feierstimmung hier. Wer will ihnen das verübeln? Wunderbar gespielt von Borg. Also, die Bälle verteilen. Wenn er passiv spielen muss, dann muss er den Schweden ins Laufen bringen. Variabler jetzt in den Aufschlägen. Und 4 Punkte Vorsprung. Also er ist schon sehr konsequent, der Schwede, nach seinen guten Aufschlägen. Die gilt es für Timo Boll jetzt noch besser zu erkennen und besser zu platzieren. Stark gespielt. Er wird alles bieten müssen, Timo Boll. Nicht nur von der Vorhandseite aus. Er braucht auch den Mut, von der Rückhandseite irgendwann aus Druck zu machen. Und der alte Vorsprung ist wieder da. Er hat mit Zoltán Fejér-Konnerth noch mal ein bisschen trainiert, sich warm gespielt, alles lief planmäßig, aber rechtzeitig in der Halle. Wahrscheinlich hat er wieder Schmerzmittel nehmen müssen, weil ihn seine Rückenprobleme plagen. Aber das kennt er mittlerweile seit einiger Zeit. Und er sagt, das beeinträchtigt mich im Wettkampf nicht. Peter Sterneborg hat ihn noch mal zu dieser Leistung beflügelt. In Italien hat man sich vorbereitet, zuletzt die Schweden. Und alle, die dabei waren, sagen, so gut war Waldner schon lange nicht mehr. Er selbst sagt, so gut war ich seit Sydney nicht mehr. Vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in der ersten Runde gegen einen Griechen verloren. Weit entfernt von seiner guten Verfassung früherer Tage. Das sind seine Bälle. Und die ersten 3 Satzbälle sind abgewehrt. So schnell, da kommt Timo Boll mit dem Schläger überhaupt nicht mehr ran. Aber jetzt hat er Aufschlag und das sollte eigentlich nutzen. Toll zurückgespielt, ganz kurz. Und nur noch ein Satzball. Von 10-5 auf 10-9. Jetzt heißt es, Ruhe zu bewahren, mentale Stärke zu zeigen und diesen einen Aufschlag jetzt wirklich noch zu nutzen. Was für eine Antwort des Schweden. 5 Punkte in Folge, 5 vergebene Satzbälle für den Deutschen. Gut gespielt von Timo Boll. Er darf keine Angst haben. Er muss da mitgehen. Er muss Tempo machen auf Waldner. In die aktive Rolle kommen.
Satzball Nummer 6. Nicht nur passiv mitspielen, Timo Boll, nicht nur hinhalten. Er lässt sich das Spiel des Schweden jetzt zu sehr aufdrängen. Es ist unglaublich, was dieser Waldner spielt. Viel besser konnte man das jetzt nicht machen. Guter Aufschlag, schnelle Vorhand auf den Körper und dann diese Antwort. Wieder einen eigenen Aufschlag, 2 Punkte abgegeben. Das tut weh. Diesen Vorteil muss er besser nutzen. Das wollen wir sehen. Er kann es doch mit der Rückhand. Das ist noch ein bisschen halbherzig. Das kann er besser, davon bin ich überzeugt. Das hat er auch gezeigt gegen Schlager in diesem entscheidenden 7. Satz gegen den Weltmeister, den er mit 4:3 bezwungen hat. Das ist das Spiel, das er machen muss. Wieder zu zaghaft. Lass ihn laufen, Timo. Mach ihm Beine. Das ist deine Chance, ihn müde zu spielen. Ein bisschen mehr Zutrauen in die eigene Stärke. Die Bälle auf der Rückhand spielt er mir einfach im Moment ein bisschen zu passiv. Dann kommt immer wieder so ein bisschen das Tempo raus, das er braucht, um Waldner unter Druck zu setzen. Na also. Damit muss er rechnen. Diese Bälle wird es immer wieder geben in diesem Spiel. Das kann Waldner einfach. Das ist wie beim Boxen, da muss man einfach auch mal Nehmerqualitäten zeigen, sich davon nicht irritieren lassen, sondern weiterspielen. 4 Satzbälle und jetzt bloß nicht an den Satz zuvor denken. Na also, es geht doch wieder gegen die alten Schweden, wie so oft, wie insgesamt 4-mal bei Europameisterschaften. Wahnsinn.
Zwei Aufschläge, zwei Punkte. Der bessere Start für Waldner. Hat eigentlich einen guten Rückschlag gespielt, Timo Boll. Aber trotzdem der Punkt für Waldner. Der Aufschlag spielt schon eine wichtige Rolle in dieser Partie. Beide gute Aufschläger. Wer ist der bessere Rückschläger? Toll gespielt! Fantastisch gespielt! Das sind natürlich auch Bälle, die Waldner beeindrucken. Wenn ihm ein solcher Vorhand-Topspin gelingt, ein ganz schneller Ball, dass diese Dinge auch nochmal zurückkommen können. Haben Sie diese Rückhand gesehen? Mit unglaublich viel Salzbin, aber da muss der Ball dann auch rumlaufen und Mut zeigen. Glück für den Schweden. Erster Punkt für Boll bei einem Ausschlag Waldner in diesem Satz. Okay, abhaken, weiterspielen. Er muss Risiko gehen. Wenn er mit seinen Aufschlägen punkten will, natürlich sollte es nicht passieren. Bisschen komisch geflogen. Deutet die Miene an von Jan-Ove Waldner. Spieler beklagen sich ein bisschen darüber, dass die Klimaanlage in der Halle immer noch ein bisschen Zugluft in die Nähe des Tisches bringt. Und da sind sie natürlich hypersensibel, ganz empfindlich. Wenn die Flugbahn sich damit ein bisschen verändert, dann gelingen die Schläge natürlich nicht optimal. Aber das trifft beide. Das ist kein Nachteil für einen. Der Schwede versucht schon, den Deutschen in der Rückhand im Wesentlichen festzunageln. Acht zu sechs. Da hat er Glück, der Schwede 10 zu 7 und damit die nächsten drei Satzbälle zur 3 zu 1 Führung. Ja.
Gerade mit diesem Aufschlag hat Timo Boll einige Varianten drauf, die Waldner nicht so gut erkennt. Das ist schon richtig. Wenn so ein langer Aufschlag kommt, dann nutzt es nichts, den langsam zurückzuspielen, denn dann kommt anschließend ein Schuss oder ein ganz schneller Topspin hinterher. So einer. Großartig. Applaus vom schwedischen Königspaar, König Carl Gustav. Ja, und damit wird deutlich, für wen sie natürlich die Daumen drückt, Königin Silvia mit der schwedischen Fahne in der Hand. Es geht doch. Er muss den Mut haben, die Rückhand auch offensiv zu spielen. Komm, jetzt noch ein Punkt, Ausgleich, dann zwei Aufschläge nutzen. Ich glaube, das kann noch gehen. Richtig so. Unterstützung aus der Pfalz oder woher auch immer sie kommen mag. Er braucht sie jetzt, um an sich zu glauben. Denn ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in diesem Match. Natürlich ist die Nervenanspannung groß, die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Und dann dieser 38-Jährige, den man so oft schon geschlagen hat. Es reicht nicht, mit viel Spin auf ihn zu spielen. Er muss Druck machen. Er muss das Tempo hochhalten. Das ist seine Chance. Und er hat das Glück natürlich auch nicht. 9:6 für Jan-Ove Waldner. Noch zwei Punkte und der Schwede wäre im Halbfinale. So, letzte Chance jetzt. Mit eigenem Aufschlag nochmal auszugleichen. No! 8:9. Er braucht diesen Satz jetzt unbedingt, natürlich nicht nur, weil er ansonsten verloren hätte, sondern einfach, weil er dann nochmal über eine längere Distanz gehen kann. Und weil man dann vielleicht darauf hoffen kann, dass die Kräfte des Schweden irgendwann erlahmen. Aber der spielt sensationell. Das muss man einfach sagen. Was er immer noch bietet, das ist aller Ehren wert. Zwei Matchbälle für Jan-Ove Waldner. Und dazu eigener Aufschlag. Wer will ihm das noch nehmen?
Und jetzt hat der Deutsche das Glück. Ausgleich. Meine Güte. Zwei Matchbälle abgewehrt. Junge, du kannst es noch drehen. Glaub an dich selbst. Unglaublich. Unglaublich. Fantastisch, was dieser Waldner spielt. Matchball Nummer 3. Und nochmal eine Chance für den Deutschen. Ich weiß nicht, ob ihn dieser Ruf des Zuschauers irritiert hat. Sowas macht man nicht. Im Tischtennis, das ist unfair, da out zu rufen. Egal, abhaken, vergessen. Vierter Matchball, Waldner.